Servus und grüß euch zur Folge 48 auf der NF Marsch Let's Play London Draft Simulator für meinen Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hier, wie gesagt, wäre der angedachte Platz für dieses neue Ballenlager. Dazu müssen wir jetzt aber ganz kurz einmal. Ich mache jetzt die einfach mal so weg. Ich glaube, dass wir jetzt die vier Bäumchen da wegschneiden müssen, die wir da im Weg stehen. Kann mit so einem Harvest auch wieder und kann natürlich aus den vier Bäumchen jetzt auch noch schnell mal Holz machen für unser Sägewerk, das daneben ist, aber das ist mir jetzt ein wenig zu umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da brauchen wir jetzt einfach mal den da. Der muss auch noch weg gehabt, da und der kleine auch noch. Kann man im Hintergrund sehen, eine der beiden neuen Werkstätten, die ja Erwartung für uns erzeugen. Das wir ja für die ganzen neuen Gebäude brauchen, und dahinter haben wir das Sägewerk noch ganz kurz, das man da so sieht. Und da sieht man also das Sägewerk dahinter. Und ich habe mir jetzt da mal den Platz ausgemacht für dieses kleine Zwischenlager da nochmal. Scheint da gerade zu sein, gell? Wegen der Ästhetik. So. Und steht da die Summe. So, dann nehmen wir da noch ein bisschen Pinseln. Dann müssen wir da noch ein bisschen den Pinsel aussuchen. So ein bisschen zu weit gepinselt, aber das kriegen wir wieder hin. Na, das ist falsch. Dann ist das da oder? So. Quadratisch praktisch gut. So, statt wir haben jetzt da. Dann schauen wir, wie das Ganze da funktioniert, würde ich sagen. Das Silo ist leer, Ballenlager, neue Halle. So, jetzt schauen wir mal. Na, die Kurs kann ich mir so einer einfahren. Da sieht man jetzt also auch die Sachen. Oder kann man Hackschnitzleine einlagern? Da geht einiges eine. Quaderrundlose. Hui, da kriegst du einen Haufen Zeug rein. Für Luzern habe ich glaube eher noch nichts. Das passt auch recht gut. So, das heißt, jetzt möchte ich den nochmal ganz kurz befüllen. Der kommt allerdings nicht in die Halle rein. Das kippt nur in die Eide. Dann brauchen wir noch ein neues Gerät. Das Feld da drüben, wo er die Ballen ausspuckt. Das möchte ich mal schauen, ob wir das nicht automatisiert hier bringen.
So einen anderen Ballenladewagen, weil den kann man nicht. Den kennt CP, glaube ich, nicht. Also kannst jetzt nicht hergehen, kannst mit dem einfach da unseren so Ballen wickeln. Was geht das jetzt mit dem neuerdings? Ja, ganz was Neues. Guck mal an, geht das jetzt auch schon? Ja, dann hätten wir ja zwei, aber das funktioniert. Muss ich direkt mal ausprobieren. Aber wo stellt man das um dann ein? Das wird Feld 3. Warte mal. Abfahrer Feld 3. Das Ganze müsste eigentlich ins Ballenlager abladen. Oder kannst du nichts einstellen, sagst du das? Du kannst ihm da den Strom nicht einstellen. Aber wenn das zumindest einsammeln kann, war das schon mal nicht schlecht. Dann brauchen wir das nämlich auch nicht selber machen. Was ich allerdings einmal probieren möchte, ist mit dem Ladewagen, den habe ich bis jetzt überhaupt noch nicht im Besitz gehabt. Jetzt probieren wir den einmal. So, dann brauchen wir noch ein Traktorchen dazu. Nehmen wir wieder an. An Wolme gefällt das Ding. Nein, der kackt. So, und dann nehmen wir dem noch ein. Was ist denn das? Chat schwarz, Onyx schwarz. Dann nehmen wir Onyx schwarz. Hat es gekauft oder nicht? Ich glaube nicht, gell? Das funktioniert. In Automatik. Hätte man das Ding auch schwarz lackieren sollen. Ja, ich wollte jetzt das Ding nicht anhängen, weil das ist der einzige blöde Punkt da, dass man da wirklich in die Halle meine fahren muss zum Anpassen von dem Fahrzeug. Beim Lackierkuppel ist jetzt immer ab. Macht man ja so oft in die Aufstellungshalle eine von mir sowas, gell? Ja, ja. Konfigurieren. Ah, den kannst du nicht lackieren, gut schon. Dann ist er erledigt. Ich werde mal wissen, ob das mit den Triggern noch funktioniert. So. Und so stellen wir jetzt einmal mal auf die Stoßdonner. So, das heißt, wir brauchen Feld 7, das heißt, der muss jetzt hat. Also wieder beim gleichen Problem, du kannst es ihm ja nicht einstellen, gell? Was Feld 7? Upsi.
Der hängt wieder an einem Fleck, wo er nicht hängen soll. Wir kotzen das dem Idioten bei. Oh, Kim. Langsam, ja. Wir wickeln uns 28.000 Mal um den Baum rundum oder sowas und das ist dann auch noch lustig. Oh, bleib halt stehen, bleib stehen. Bleib halt einfach steh, du kleiner Spaßvogel. So, haben wir das aber gelöst, das Problemchen noch. Ich sag das ja. So. Ballenlager abladen. Das kann er zwar, glaube ich, auch wieder nicht. Aber das macht nichts. Du hast schon wieder in dem Bäumchen fest, was ist mit du schon wieder? Die haben nicht immer so witzige Sachen mal da, das ist echt lustig mit den Burschen. War direkt langweilig ohne die KI, gell? So. Den fahren wir zum Entwerkstatt zurück. Könnte zwar das manuell selber machen, aber ist jetzt dabei egal. Den muss jetzt einfach bloß einmal da oben, damit er nicht im Weg steht. Und ich brauche die Presse mit. Die braucht man. So, Heu wickelt der eh nicht. Das heißt, wir stellen jetzt die maximale Arbeitsbreiten auf 6,3 Meter. Und dann kriegt der den Kurs auf der 41 geladen. Die da neue Wender gefunden hat. Na, das war da. So. Schauen wir mal, ist der was hier abgestickt? Schaut gut aus, oder? Brauchen wir dann den da.
Gut, dann haben wir die auch schon mal in der Pole Position beide. Die zwei, das unten läuft. Ah, jetzt schauen wir mal. Steht da, steht schon da. Ach, der hängt in einem Ding drin, hat deswegen. Der kann ja das sonst nicht. So, der muss wieder zum Feld 3 zurück. Da nicht, ha? Aber der Bollen wahrscheinlich immer genau dahinter liegt. Das kann er nicht umdrehen. War natürlich auch cool, wenn man den sagen kann, der soll die Strohballen aufladen. So, weil wir jetzt gerade beim Feld 18, wo haben wir denn? Hallo, da müssen wir. Braucht den großen. So ein 1050er. So, ah, was haben wir denn da? Ist nix, nix, nix. Nix, was wir brauchen können. Das ist der Case der 435. Eine Serie mit dem ersten Leistung oder nehmen wir den. Der muss jetzt zum Hof. Hat. Da müssen wir immer noch aufräumen. Das ist der. Schon mal den jetzt finden. Na, das wurscht. Warte mal mit. Ah, lassen wir mal den. Lassen wir den hier draußen stehen. Wenn wir mal mit den Dingen fertig sind, dann muss der Map Cleaner drin sein. So. Gut, genau. Haben wir die alle hier unten? Alles ist gut. Ja, davon liegen wir. Hast du das mit den Ecken nicht, gell?
das richtig? Der fährt voll, oder? Ja, der ist voll. So, dann können die zwei da gleich mal munter drauf hin tun. Das schaut auch gut aus. Wie schaut es da rund aus? Das passt auch. Hängst du da irgendwie fest? Nein, du stehst bloß dumm rum. Gut. Das ist in Ordnung. Und immer genau das Gleiche. Was ist denn mit Ekel? Irgendwie mag er das nicht. Erste, oder hast du die Reihe schon? Die Reihe hat er schon abgelegt. Gut, dann darfst du einmal dein Glück versuchen. Auf ans Eier suchen, oder war das? Das ist der erste, der ist beim Hof auch schon da. Sehr gut. So, jetzt schauen wir gleich mal. So, ich hänge den jetzt noch an und fahre den dann oder schicke den zum Feld 42 hoch und dann werden wir den einmal in Action sehen. Und dann schauen wir mal in das neue Lager, das wir haben. Fordert sie mir auf die 42 auf. Und damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Liebe und Gute und hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Liebe und Gute und führt euch vom Maverick.